Ja, Servus. Teil 2 von SimBrief, Navigraph und Vision Chat. Pam ist auf Sylt. Ist da lustig am Einkaufen. Ich will da auch hin, wollen uns Abend treffen zum Abendessen. Ich gehe aber vorher noch ein bisschen surfen. Sei guter Wind da oben. Flugplan haben wir im ersten Teil erstellt. Es geht im zweiten Teil weiter. Wie sage ich es meinem Kinde im Flight Sim? Dazu gehen wir zuerst auf die World Map. Schnappen uns natürlich den richtigen Vogel mit der Kitfox. Tun wir uns da schwer. Vision Jet, da haben wir einen. Schöne Bemalung. Weight and Balance. 638 Kilo haben wir gesagt gehabt. Das sind so ungefähr. Verschiebt doch den hier. Pfund brauchen wir. 1400 Pfund. 1400 Pfund durch 2. Durch die 2 Tanks sind irgendwas um die 700. Man sieht es auch hier unten nochmal. Fuel. 1440, ja. 1500 Pfund. Das sollte reichen. Als wir da ankommen. Den Kollegen nehmen wir raus. Ich sehe im Cockpit ja keinen. Komischerweise in der Außenansicht sehe ich Pam neben mir sitzen. Kinders, das geht doch auch besser, oder? Egal. Failures interessieren nicht. Customization passt auch alles. Ja, bin ich einig mit. Close. So, Select Departure. Echo, Delta, Delta, Sierra. Stuggi. So, ein bisschen was los in Stuggi. Ne? Da schießt einer rum. Da steht einer auf der Startbahn. Wind 134, 7 Knoten, wieso? Ja, der dreht halt wieder. Das will er mich so rumstoppen. So, sei das Departure. So. Rampe 87. Okay, gut. Wind hier. Haben wir wieder keinen Wind. Ja, 134 bei 7 Knoten. 0, 90, 180. Wind kommt ungefähr von so momentan real life, das heißt in die Richtung starten wäre richtig. Das heißt, hier klappt das schon mal nicht wie gewollt, wie wir mal am Wind drehen müssen. Und wenn wir jetzt nach, lass mal gucken hier, gehen wir auf live. Jetzt, okay, live, close. So, was sagt er uns jetzt hier am Flughafen? Wind aus 160 mit 5 Knoten. Du weißt immer nie genau bei diesen Angaben, ist es jetzt live oder ist es noch aus dem Preset? Du hast hier auch nirgends eine Angabe hierfür. An deinem jetzigen Standpunkt. Wo kommt der Wind her? Und das ist essentiell. Egal, ich zeige euch einen Weg, wie man das rausfindet. Und zwar gucken wir uns das hier oben bei Sylt an. Alter, habe ich absolut keine Windinformation jetzt. Ich sehe hier schön meinen Flughafen. Sylt, Westerland, ne? Das ist die 32. Aus der Richtung kommend. Hier wollen wir landen. Um den Vogel dann irgendwo hier drüben abzustellen. Klick ihn an. Ja. Sylt hat kein Wetter. Da ist kein Wind. Schön wär's. Schön wär's, kann ich euch sagen. Legende. Filter. Showfilter. Windeffekt. Am Boden. Ist schon ganz ordentlich was los hier windmäßig. Ne? Kommen tut er aus 39 mit Stärke 39, das ist ganz ordentlich.
von hier unten hier hoch. Ne? Das heißt, wenn wir landen wollten, könnten wir entweder so oder vermutlich eher auf der 2-4 reinkommen. Alles nicht so optimal zu dem, was wir vorher eingestellt haben. Spielen wir halt mal kurz Gott und drehen am Wetter. Das ist ja das Schöne hier, wir können Gott spielen. Wir können Gott spielen und am Wetter drehen. Manch anderer hält sich ja auch für Gott. So. Broken Clouds, das gefällt mir. Jetzt täte der Wind von Westen wehen. Also so, ne? So täte er durchwehen. Wollen wir auch nicht so ganz. Ist zwar schon besser wie vorher, ne? Irgendwer hat hier noch 297 eingestellt. Ja, klick hier drauf. Wind Layer. Anklicken, dann stimmt auch die Windrichtung. Und wir drehen den jetzt auf 297, so wie es vorher angezeigt wurde. Ja, komm. 297 hoch, passt. Jetzt kommt der Wind hierher. Wir sehen hier mit 6 Knoten. Ist auch nicht mehr ganz so heftig. Wir haben leichte Böen direkt aus Westen. Okay, von mir aus. Das ist alles in allem aber deutlich ruhiger, wie es vorher war. Ja. So kann man das machen. Ich will das nicht jedes Mal machen. Speichere ich mir das Preset einfach mal ab. Gebe dem auch gleich noch einen brauchbaren Namen. Wind 297. Save to this PC. Gut. Okay. So, hier oben wird witzig werden. Mach den Filter wieder aus. Kann man die Wolken mal anmachen. Los. Wobei die Filter zeigen mir ja auch immer nur an, wie sieht es denn live gerade aus. Und da ist hier doch schon ein bisschen Wolkendecke über Deutschland. Okay. Wir stehen, letzter Check. Wir stehen, wo wir wollen. Im richtigen Vogel, auf dem richtigen Flughafen. Und sagen, fly. Cool. So. Ladebalken rutscht drüber. Trinken ist wichtig. Schluck aus der Kaffeetasse nehmen. PFD. Da trötet mir eine bezaubernde Frauenstimme ins Ohr. PFD. Hier schrecken. Habe ich mal zum Debuggen gemacht. Um eine ganze Hardware mit verschiedenen Profilen ans Laufen zu bekommen. Da ist das halt so ein Überbleibsel gewesen. Hat mir so gut gefallen, dass ich das einfach drin gelassen habe. Oh, es könnte es ruhig mal ein bisschen Gas geben, der ganze Ladevorgang hier. Dann kommt bei mir von einer schnellen SSD runter, aber es braucht halt immer noch. Wie 1984 am C64. Wenn du da von Datasette geladen hast, ja, konntest nebenher noch Lassie angucken, die komplette Folge, dann war das Spiel auch geladen. Jo, Stuttgart. Okay, ja, da stehen wir auf dem Vorfeld. Ja, der Aircraft Caddy ist auch schon da, den brauchen wir aber nicht. Es gibt nichts Unhandlicheres im Flight Sim wie der Pushback. Übrigens alles ganz coole Kollegen hier, ne? Geschlossene Wolkendecke. Und die Kollegen ganz cool und lässig die Sonnenbrille auf. Deswegen sehen sie ja wahrscheinlich ein Flugzeug selten. Und stehen immer im Weg rum. Immer. Ready to fly. So. Im Cockpit. Wie wir es kennen. Kurz umgucken. Ja. Sicherheitsfahnen noch dran. Für das Sicherheitssystem. Für den Emergency Exit. Tür ist halt zu. Draußen.
Ah, hinten noch die Kappe drauf, dass keine Mäuse reinkrabbeln. Vorne die Kappe drauf, dass keine Mäuse reinkrabbeln. Anstellwinkelsensor, auch der Pin drin, dass sich da nichts dreht. Hier auf dem Pitorohr, auch noch die Kappe drauf, dass keine Wespen reinkrabbeln. Ist hier in Deutschland kein Problem, aber es gibt Länder, da krabbelt ihr über Nacht hier eine Wespe rein, baut ihr ein Nest drin und du hast am nächsten Morgen ein Problem. So, gehen wir da rein. Kopfhörer. Da liegen noch dumme Kopfhörer rum. Ich hätte die ganz gern weg. Okay. So einfach geht's nicht, da eine Variable umzusetzen. Liebe Entwickler, draufklicken ist es weg, wäre am einfachsten. Ne? So liegt mir das Ding jetzt hier blöd im Cockpit rum, dabei habe ich es eigentlich schon auf. Okay. Schmeißen wir mal den Vogel an. Und zwar Bad 1, Bad 2, Gen 1, Gen 2, so. Sich gleich einiges, oder ein paar Schalter umlegt. Lüftungen laufen an. Von den Garments, da sind Lüfter drin. Die Dinger werden warm. Man hat die Motoren gehört, die Trimklappen alle mal so an ihr Maxima gefahren haben. Zum Gucken, ist da alles frei, läuft da alles. Nicht ganz unwichtig. Wenn da was klemmt im Flug, ist ein bisschen blöd. Ja, diverse Warngeräusche haben wir gehört. Gut, dann eingebaute Checkliste. Da müssen wir erstmal rein. Pre-Flight Inspection complete. Haben wir gemacht. Door is latched. Also verschlossen. Zu. Dicht. Passt. Parking Brake as requested. Ja, man sieht es auch. Ja, sie ist an. Bad 1 und Bad 2 switches off on. Check. Generator 1, Generator 2 switches off on. Check. External GPU. Ja, mach sie an. Wieso kann ich hier das Ding nicht sonst irgendwie über einen Clickspot anschalten? Wieso muss ich in die Checkliste rein? Faraday Active Faraday Channel is displayed below Person Thrust Indication. Faraday Channel A. Check. Good. Go to the next checklist. Nein. 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 Wir machen erst anderes, wichtigeres, das hier reingehört. Und zwar hier unten. Hier ist wichtig. Was jedes Mal? Nein, hier ist es nicht. Utilities. Initialization. Ganz wichtig, dass der Vogel weiß, wer er ist. Ist er Männlein? Ist er Weiblein? So. Datenbank. Standby. Active OK. Navigraph Charts available. Sehr schön. System Tests. Pre-Flight Test. Higher. 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 Stall. 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 Funktioniert alles tadellos. Initial Fuel. Fob Sync. 224 Gallonen. Ich hoffe, das stimmt noch. Wollen wir nachgucken? Guck mal nach. Flow. Geniales Tool. Richtig, richtig geniales Tool. Und ich hoffe nur schwer, es kommt früher. Und nicht erst später auf die Xbox. Weight and Balance. Das passt. 75% eingestellt.
224 Gallonen. Guck nach. Kommt hin, ne? 112 mal 2. 224. Passt. So. Falls sich jetzt jemand wundert, was, wieso sehe ich das bei mir nicht? Ja, müsst das Fenster breiter ziehen. Ne? Dann sieht das auch. Gut. Mach wieder zu. Also Sprit passt auch. Weight and Balance. Pilot. Passt. Alles andere leer. Ich habe kein Gepäck dabei. Ist alles schon auf Sylt. Passt. So. Flugplan. Und jetzt wird's richtig interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Zuallererst machen wir da oben die dumme Checkliste erstmal wieder aus. Das ist der hier. Der ist aktiv. Ja, pass auf. Das Fensterchen, das hier oben aktiv ist, ne? Das hat hier eine farbige Titelleiste. Dass das nicht aktiv ist, hat eine schwarze Titelleiste. Ne? Und mittels des entsprechenden Drehknöpfes hier kann ich das aktive auswählen. Wenn ich jetzt hier auf Full gehe, bam, ist die hier auch wieder schön groß. So, das war so nicht gedacht. Gehe hier zurück auf Utilities, Initialization. Flight Plan wollen wir machen. Ja, komm. Flugplan. So, Anfang ist ganz einfach. At Origin, Echo, Delta, Delta, Sierra. Enter. At Destination, Echo, Delta, Whiskey. X-Ray. X-Ray Whiskey. Enter. So. Und hier sehen wir hier auch schon, wir wollen von hier. Wenn ich jetzt hier auf die Karte gehe, haut es mir dann da drüben das Ding auch wieder weg. Vermutlich. Schade. Oder? Klick hier drauf. Ja. Hier ein Scratchpad. Und kann hier in der Karte rumfahren. Und ich kann sie auch hier überdrehen. Zoomen. Na, können wir alle schon. Wer bei dir aufgepasst hat, der weiß das schon. So, also okay. Stuggi, Sylt. Gerade Linie. Ja. Wären wir der letzte Mensch, könnten wir so fliegen. Sind wir aber nicht. Wir müssen uns hier auch an ein paar Regeln halten. Drum haben wir vorher einen Flugplan gemacht. So, wie kriege ich jetzt den Flugplan hier rein? Mit Navigraph unter Hand am Arm. So wie es jeder andere auch macht. Es fragt sich jeder, ja wie? Navigraph. Hin und her switchen. Flight Sim in den Hintergrund schieben, Navigraph offen lassen. Nein. Auf dem PC gibt es inzwischen auch schon die Navigraph Charts Bella. Ein Klon von der Desktop-Anwendung, wie ihr sie aus dem ersten Video kennengelernt habt. Hier sagt man erstmal Dismiss. Mit. Hier soll man anlauten, da ist noch ein anderer Raum hier drin. Und vielleicht gucken wir uns die Sache so an. Sieht man mehr. Ein bisschen breiter. Import Flight. Das haben wir vorher im ersten Video schon gemacht, im ersten Teil. Das heißt, hier ist unser Flugplan geladen. Den klicken wir jetzt mal an. Und bam. Da ist er. Da ist er. Hier ist auch noch mit dem Live-Wetter angegeben, also 32.
Sollten, dürften, könnten wir gerade nicht. Eher nicht landen. So, jetzt geht's los. Wir müssen Wegpunkte eingeben. Und Luftstraßen. Losgehen tut's. Ne? Man sieht hier EDDS, der Flughafen. Die Runway, auf der wir starten wollen, 2.5. Die Departure, mit der wir wegfliegen wollen. Und die Departure geht wohl bis... Okiba! So, das heißt... Um später einen Fehler zu vermeiden, geben wir nicht Okiba als ersten Wegpunkt ein. Wir nehmen Rolso. Das heißt, add en route waypoint. Rolso, Germany. Check. So, der steht drin. Gucken uns das, wenn ich in die andere Richtung drehe, geht's vielleicht auch. Gucken das mal kurz hier auf der Karte an. Oh, da hat's ihn uns. Da hat's ihn uns eingetragen. So, von Rolso geht's weiter über Weg Nordpol 851. Das Klick auf Rolso. Add Airway oder Load Airway. Und ich komme eben von diesem Nachpunkt nur auf Nordpol 851 weiter. Oder auf Zulu 54. Oder auf Zulu 56. Also, den dazufügen. Ich will dann auch gleich wissen, ey, wo willst du denn von der Autobahn wieder runter? Könnt ihr euch vorstellen, wie Autobahn? Ne? Da kannst du ja auch nicht drauf fahren, runterfahren, wo du willst. Nein, gibt Auffahrten, Abfahrten. Die musst du nehmen. Und das verlangt er jetzt hier auch. Das heißt, wir wollen... Also sind wir. Aha. Bei Rimki geht's auf die andere Autobahn. Exit. Na komm. Braucht ein bisschen, bis er das geladen hat. Sort alphabetisch. Und der heißt Rimki. Ist also hier ziemlich weit unten. Pips, da haben wir schon gesehen. Wo ist er denn? Bertz, Rimki. Und hier ist es drin. Also auf den RW bis Rimki. Gut. Rimki haben wir gesagt. Geht's auf die nächste Autobahn, auf die Zulu 99. Wir sagen, Klick auf Rimki. Load Airway. Zulu 99. Exit ist Lore. Hier ist er schon. Load Airway. So. Von Lore machen wir tatsächlich einen Direct nach Masek. Das heißt, wir geben hier einen neuen Wegpunkt ein. Masek. Enter. Hier ist er drin. Wir gucken uns das nachher hier nochmal auf der Karte auch nochmal ein bisschen genauer an. Ne? Masek. Von Masek geht es auch wieder direkt nach Elnat. Add-in route waypoint. Elnat. Passt. Enter. So. Und wieder direkt nach Elsop. Mhm. Enter. Von Elsop geht's dann wieder auf die Autobahn
Piper 992. Also Elsa. Load Airway. Airway. Piper 992. Yes. Bis zur Abfahrt Barros. Hier ist er. Load Airway. In Barros geht's auf die Zulu 441. Bis Oldip. Load Airway, passt. Kann ich auf dann klicken, passiert aber leider nichts. Oh, dann können wir mal schnell auf der Karte gucken, passt das so ungefähr? Das ist ziemlich verklattert hier. Aber so geht's ja, so sieht man das. Geht hier los, EDS oder so, Rim Kilo, Rim Asik, Elnat. Ihr seht schon von Elnat bis Elsop. Ist ein Eckchen. Ne? Also auf jeden Fall mal auch Zeit, um über anderes zu palabern. Ein bisschen was im Hinterkopf. Nur, dass ich trefflich zu streiten weiß. So. Ja. Gut, das kann ich aber hier natürlich nicht den Vogel senkrecht hinstellen, Raketenstart hinlegen und biegt dann einfach hier hinab. Nein, da geht's so nett. Es gibt ja hier Abflugprozeduren, die haben wir hier jetzt auch noch drin. Ne? Das heißt, wir müssen dem Kind auch noch sagen. So, erstmal schnell weg. Except. Initialization. Das heißt, unser Flugplan ist jetzt mal so, wie er sein soll. Ich kümmere mich hier noch schnell um die Map-Settings. Traffic wollen wir nachher sehen. Operating Relative Motion Vector macht den an, dass wir wissen, wo der hinfliegt. Altitude Range Unrestricted. Vector Duration 60 Sekunden. Das passt. Labels. Das ist aber in Ordnung. Okay. Das war Traffic. Dann Orientation Heading Up hier. Dann zeigt nämlich die Oberseite der Karte immer schön dahin, wo wir hinfliegen. Könnt ihr auch Track Up sagen. Oder North Up. Dann zeigt es Oberseite der Karte nach. Oben. Also, Norden ist oben. Ich empfinde das als angenehmer. Terror. Können wir uns anzeigen lassen? Ist in der Höhe, wo wir fliegen jetzt hier? Nicht wirklich nötig. Aviation. Airways. Airports. Lassen wir mal einfach bis auf welchen Entfernung. Verschiedene Airportgrößen angezeigt werden. Komm, mach aus. VORs, mach aus. Int und NDB, mach aus. Dann ist hier aufgeräumt. Die Airports mache ich doch nochmal an und sage, Large Airports mit den Airports, er passt. Okay, und die VORs waren auch nicht so viele. Mach das wieder an, so Intersections und NDBs. Bremen nicht. Und wir könnten auch hier noch am Map Detail ein bisschen was drehen. Dann ist aufgeräumt. Doch, back. Back. So, wenn ich jetzt hier rauszoomen wollte, dann ist das jetzt etwas übersichtlicher. Ja. Gut, Flugplan ist drin. Nein, ist er noch nicht ganz. Procedure. Um hier drüben unsere Abflugprozedur dem Vogel noch mitzuteilen, gehen wir auf Procedure. Departure, wir wollen ja von hier weg und brauchen uns hier nur sagen, EDDS passt, Runway 25, 25 passt auch. Departure,
sehen wir jetzt. Ja, genau, hier ist er doch. OKIP 4B. Über die Transition OKIPA. Und dann suchen wir uns hier die richtige aus. OKIP 4B. Sequence 225. 1700 zusteigen. DS 050, 040, 041, LBU OKIPA. Schau nach. DS 50. DS 40, das ist der hier. Na, DS 40. DS 41. LBU. OKIPA. Ne? Die 1700 Fuß hier. Die sind hier eigentlich erreicht. Load. Und go back. Und go back. So. Also hier ein bisschen geändert. Ja. Departure. EDDS, Runway 25. Über OKIPA. OKIP 4B. Das ist richtig so. Man sieht hier die Sequenz auch nochmal schön drin. Man könnte jetzt dem Kind auch noch diverse Höheninformationen gleich mitgeben. Gucken wir mal, ob wir was finden. Flight Level 5000. Das sagt uns aber auch ETC nachher nochmal. Was wir wissen, unsere Höhe, die wir irgendwann erreichen wollen. 2, 3. Und was wir auch noch wissen. Ja, schon nein, die Airport, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir eigentlich. Ja, da. So. Wir brauchen hier hinten bei Oldip im Anflug 3000 Fuß. Das sagen wir ihm auch gleich hier. Fauna, Fauna ist noch nicht enabled. Mach es mal an. So, Active Wiener nach Waypoint, Lore. 23.000. Und nachher Schalter um, dass wir hier die 3000 halten und rechtzeitig im Sinkflug anfangen. Anflug machen wir erst später. Warum halt später? Ich weiß zwar jetzt in diesem Fall, ja, ich werde auf jeden Fall auf der Runway 3.2 landen. Es kann ja aber auch mal sein, das Wetter ist so unbeständig, dass es mal drehen kann. Da bist du über Frankfurt und guckst ins Wetter rein und merkst du, hoppala, die 3.2 auf Sylt können wir heute gerade mal vergessen, das Wetter hat gedreht. Wir kommen wahrscheinlich auf der 2.4 runter. Und ich bin halt faul, zu was soll ich was zweimal eingeben, wenn es auch mit einmal funktioniert. Ich muss es hier auch nicht eingeben. Gut. Das ist gemacht. Wir räumen unser Cockpit mal schnell auf. Gehen hier auf Back. Gehen hier wieder auf Navcom. Ja, unsere Karte drin. Wir können jetzt auch noch sagen... Wetterradar uninteressant. Traffic, ja, hier sieht man jetzt schon. Hier ist ein bisschen was unterwegs. Hier fliegen ein paar rum. Glück.
Schau on Map. Richtig. Jetzt hat er uns den. Und geht zurück und geht zurück. So. Okay. Navigraph können wir erstmal wieder zumachen. Mit dem grandiosen Tool. Ich hoffe wirklich. Ich hoffe wirklich, dass Microsoft da mal jetzt bald in die Pette kommt und ihre Sauerei aufräumt. So. Ja. Die dummen Headsets liegen hier immer noch rum. Wie komme ich jetzt da wieder hin? Ja, so rum. Muss mal kurz weg. Kann ich aber auch so machen. Bin gleich wieder da. So, schon zurück. Weiter geht's im Text. Wieder rein ins Cockpit. Die Headphones sollen weg. Fams. Chocks sind noch dran. Okay. Base, ihr Headphones. Na. Sind sie jetzt weg da oben? Scheint so, wa? Ja. Schon was gucken. Das Ding an ist. So, Headphones weg. Okay. Mach weg das Ding. Es ist ein bisschen kompliziert mit dem Vogel. Er macht Laune zum Fliegen, ne? Es ist Meckern auf hohem Niveau. Was das Spielzeug anbringt. Wirklich Meckern auf hohem Niveau. Flugplan haben wir drin. Ja, dann geht's weiter auf der Checkliste. Boah, 15 Frames hier noch, ehrlich? So, Nummer next. Strobe Lights sollen wir einschalten. Sinn an. Cast Messages. Check. Am nur Parking Brake. Passt. Thrust Lever. Ist auf Idle. Na, nicht abkacken. Passt. Brakes. Habe ich die Parking Brakes drin? Also, ist eigentlich halt. Engine Knob. Auf Run. Fuel Pumps sind am Laufen. Man hört und sieht es auch im Display. Ne? Fuel Pump on. Fuel Pump Check. Passt. Und sonst ist alles okay. Start Bug Temp Engine Start Waltz. Keine Cast Message. Nein, haben wir keine. Engine Button. Ja, passt. N2 25% plus N1 Anlauf. Dann the rest in the green. Ja, jetzt ist er in the green. Passt. Engine Indicator System. Alles normal. IPS, das wird also passt. Easiest Control Panel. Z, das ist hier. Auto. Und mach mal hier ein bisschen mal. Das ist nicht wirklich. So. Wird laut im Vogel, wa? External GPU disconnect. Ja. Oxygen Master Switch. Geht on. Und
Unix Initialization. All Units complete. Sehr schön. Caps Pin. Irgendjemand hat mir schon geklaut. Passengers Brief. Sind ja keine da. Seatbelts secured. Bleed Switch. Ist an. So, komm nach GPS. Passt wohl alles. ATIS Clearance. Ja, die wollen wir uns mal holen. Stuttgart Clearance Delivery FNT 665 IFR to SILT. Ready to copy. FNT 665 is cleared to SILT Airport as filed. Take off runway 25 climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 127.6 squawk 0134. FN 665 cleared to SILT Airport as filed. Take off runway 25 climb and maintain 10,000 feet. Departure on 127.6 squawk 0134. FN 665 read back correct. Contact ground on 118.605. Good day. Jupp, bye. So, 10.000 Fuß. Also mal los. Dann drehen wir doch mal die 10.000. Ein bisschen Triebelei hier. Die haben wir drin. Und? Erst armen, dann 10.000 eintreten. Gleichzeitig können wir hier auch gleich sagen, war es? Gut. Verschlossen wird. Und sagen hier, Alice Grimmel Sommer. Altimeter. Set check. Altimeter. Atis. Stuttgart Airport Information Alpha 1100 Zulu. Wind 2-4 at 1-2. Visibility, tree. Sky condition, ceiling 500 feet broken. Temperature, 1-5. Dew point, 1-3. Altimeter, 2-9.92. ILS runway 25 in use. Landing and departing runway 25. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact you have Alpha. So, wissen wir das, ah? Set and check. Transponder ist gesetzt. Heading, Initial Out. Heading haben wir nicht gesetzt, aber Initial Out haben wir mit 10.000. Heading müssen wir noch machen. Fast. Flight Control is free and correct. Hallo, Mr. Pushback. Gut, da war keine Sau da, die mir sagen kann. Gutes Personal und so, ne? Wackelt. 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 Wackelt auch. Gut, passt. Trim auf 6 Grad, ja.
geht jetzt hier ein klein bisschen. Plus, nicht 6 Grad minus, Depp du. Ja, ich darf selber zu der Depp sagen. Wenn wir im richtigen Fenster sind, wird die Zahl auch schön grün. Sehr schön. Dem ist abgehakt, Flaps 8 Grad 50. Electrical Roll Trim. Set. Take off Go Around Button. Einmal gepresst. CAS Messages. Broke Heat Off. Ist klar. Parking Brake on. This must be null. Parking Brake Release Brakes Checking. Gut. Das, wie es jetzt weitergeht, behandeln wir im nächsten Video, wenn es dann losgeht, wenn wir hier los wollen und fliegen. Autopilot Manage. Landen. Ich sehe euch demnächst. Bye bye.